Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem will ich euch vier einfache Tipps geben, wie ihr einen dicken Oberarm bekommen könnt. Denn das ist ja das Ziel von vielen da draußen, einen dicken und prallen Oberarm zu besitzen. Und mit einfachen Bizeps-Curls und regelmäßigen Training ist es nicht unbedingt getan. Es gibt ein paar Dinge, auf die man achten kann, auf die man achten sollte, um einen dicken Oberarm zu bekommen. Und diese möchte ich euch verraten. Der erste Tipp, den ich geben möchte, ist, dass man sich nicht zu sehr auf das Bizeps-Training konzentriert. Das tun zum Beispiel sehr oft Anfänger. Diese glauben, dadurch bekommen sie einen dicken Oberarm. Aber der ausschlaggebende Muskel für einen dicken Oberarm ist der Trizeps. Ja, denn dieser ist der größere Muskel von den beiden am Arm, denn er macht 2/3 des Oberarms aus. Sprich, wer einen dicken Oberarm haben möchte, der sollte neben dem Bizeps-Training auch ein ausgewogenes und ausreichendes Trizeps-Training durchführen und dadurch seinem Arm Volumen verleihen. Der zweite Tipp für einen dicken Oberarm, den ich euch geben möchte, ist, dass ihr am besten euren Bizeps- bzw. Trizepsmuskel mehrfach mit unterschiedlichen Übungen reizt und somit zum Wachsen animiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 2, 3, wenn nicht sogar 4 unterschiedliche Übungen hier äußerst erfolgsversprechend sind. Dabei konzentriert euch aber nicht nur auf die Isolationsübungen wie Bizeps-Curls, French Press und was da so alles gibt. Nein, versucht in euer Training auch Kombinationsübungen einzubauen, wie zum Beispiel Klimmzüge, Liegestütze und. Ich denke, mittlerweile gibt es da ein riesiges Repertoire an unterschiedlichen Übungen, bei denen man diverse Reize an den Oberarmen setzen kann. Im Fitnessstudio, denke ich, hat man hier auch gute Möglichkeiten, weil man hier wirklich ein riesiges Repertoire an Trainingsgeräten hat. Man kann hier an schweren Kurzhanteln arbeiten, mit einer SZ-Hantel trainieren, mit einer langen Hantel, am Seilzug oder irgendwelchen anderen Trainingsgeräten. Dementsprechend versucht euer Training so zu gestalten, dass ihr eure Muskeln am Oberarm mehrfach mit unterschiedlichen Übungen reizt. Tipp Nummer 3, den ich euch geben möchte, ist, trainiert eure Unterarme bzw. stärkt eure Greifkraft. Denn irgendwann kommen wir an den Punkt, dass wir mit schwereren Gewichten trainieren müssen, um unsere Oberarme noch ausreichend zu reizen. Haben wir aber nun schwache Unterarme bzw. verfügen über nicht so eine starke Greifkraft, haben wir das Problem, dass wir zwar im Oberarm bei den letzten Wiederholungen in einem Satz noch Power haben, aber unsere Unterarme einfach schlapp machen, nicht mehr können und uns die Hanteln dann aus den Händen gleiten und es dadurch eventuell nicht zum ausreichenden Reiz gekommen ist, um die Muskeln im Oberarm zum Wachsen zu animieren. Dementsprechend gebe ich euch den Tipp, trainiert ab und an mal isoliert die Unterarme. Ich mache das zum Beispiel hier mit so einer Fingerhantel. Da kann man wirklich mal spontan die Greifkraft trainieren. Was ich auch ganz gerne mache, sind dann zum Beispiel Farmers Walk. Dann greift man sich 2 Kurzhanteln und läuft dann halt eine Strecke von ein paar Metern, zum Beispiel 10 Metern auf und ab und trainiert halt auch hier äußerst gut die Unterarme bzw. stärkt seine Greifkraft. Der vierte Tipp für einen dicken Oberarm, den ich euch geben möchte, ist, führt regelmäßig Grundübungen aus. Grundübungen wie das Kreuzheben, das Bankdrücken, Rudern, Klimmzüge und. Alle diese Übungen haben enorm viele Vorteile im Sinne des Muskelaufbaus für den gesamten Körper. Nicht nur werden größere Muskelgruppen trainiert, nein, auch kleinere Bänder und Gelenke werden gefordert und es kommt zu einem enormen Wachstumshormonausschuss. Das hat wiederum zur Folge, dass der gesamte Körper in einen anabolen Zustand versetzt wird, wovon besonders halt auch die kleineren Muskelgruppen, wie zum Beispiel der Bizeps und der Trizeps, von profitieren. Außerdem ist es so, dass natürlich auch bei den Grundübungen diese Muskeln am Oberarm mittrainiert werden, da sie natürlich mitarbeiten, sei es zum Beispiel als Hilfsmuskel oder aber halt auch als Zielmuskel. Und dementsprechend werden halt auch hier Reize gesetzt. Der Muskel wird an sich gereizt, wird zum Wachsen animiert. Dementsprechend Grundübungen nicht vernachlässigen sind sehr, sehr wichtig, um einen dicken Oberarm zu bekommen. Das waren meine 4 Tipps für einen dicken Oberarm. Wichtig ist natürlich auch, dass man regelmäßig trainiert, am besten nach einem Trainingsplan, der individuell für einen angepasst wurde. Dann sollten natürlich auch die Übungen korrekt ausgeführt werden. Man sollte sich nicht bescheißen, indem man irgendwie mit zu viel Schwung arbeitet und. Dann sollte natürlich auch das Gewicht, mit dem man trainiert, angepasst sein. Und die Ernährung sollte halt auch einigermaßen passen, am besten ja, proteinreich und halt auch ein wenig carbreich, damit der Körper halt auch ausreichend Energie hat. Falls ihr Fragen habt zu den Tipps, dann schreibt sie gerne als Kommentar unter das Video. Ich werde diese Fragen so schnell es geht beantworten. Ansonsten folgt mir gerne auf Facebook unter www.facebook.com/infitnesstv oder aber folgt mir auf Instagram unter instagram.com/rafainfit. Das war's, wir sehen uns die Tage. Haut rein!